Soll ich dich ranziehen? Alles klappt. Alles super. Die Hanni ist zu Besuch. Hallo Hanni. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut. Und selbst? Mir auch. Also es ist sehr chillig hier. Sehr schön. Du bist gerade von der Arbeit her gestürzt quasi. Genau, so ja. Ist es. Und was arbeitest du? Ich bin Friseurin und Make-up-Artist. Also ich arbeite in einem kleinen Salon, direkt in der Innenstadt von Köln. Ja. Und ja, eigentlich auch Vollzeit. Also das ist so mein Hauptberuf. Was heißt Hauptberuf? Hast du noch Nebenberufe? Klar, nebenher das Modeln, aber sehe ich tatsächlich doch eher mehr als Hobby und als Spaß, als kleiner Nebenjob oder so an. Also es ist wirklich mehr so, ja, Freizeit, würde ich sagen. Ja. Das auf jeden Fall. Wusstest du denn schon immer, dass du das was mit Haaren und mit Make-up machen möchtest? Oder wie hat sich das entwickelt? Gute Frage. Wie das halt bei den meisten Frauen ist, alle fucken sich ab, wenn man im Friseur was nicht hinkriegt. Und ich tatsächlich mit meinen jungen 14 Jahren damals auch mich ziemlich abgefuckt und gedacht, komm, ganz ehrlich, ich mach's besser. Ja, und ich versuch's bis heute und klappt ganz gut, wie man sieht. Also ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass ich das machen will. Ach cool, ja, das ist doch schön. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man einfach schon weiß, was man machen möchte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, in dem Alter schon zu wissen, was du wirklich machen willst, ist super schwierig, weil du einfach andere Dinge im Kopf hast als Schule und Zukunft und so. Ach so, deswegen, ja, dann glaubt ja keiner, ich brauche kein Abi, ich mache jetzt erstmal das. Richtig, also war schon ein kleiner Kampf auf jeden Fall, das stimmt. Und wann kamen dann die ersten Tattoos dazu? Tatsächlich mit 17, weil ich meine Mama jahrelang belabert habe, bis sie mir das dann zum Geburtstag geschenkt hat. Dann war ich aber auch so nett und habe dann gewartet bis zur Volljährigkeit. Sehr nett. Genau, weil ihr das wichtig war einfach und dann ging es weiter. Dann hast du so ein oder zwei gemacht, ne? Genau, so sieht's aus, ja. Ja, dann habe ich auf jeden Fall reingehauen. Liegt aber auch daran, dass ich einfach unglaublich viele Freunde hatte, die halt sehr kreativ waren und sich früher schon daran geübt haben und so. Und ja, das ist im Prinzip dann auch aus mir geworden. Und was, also die Freunde haben auch dich tätowiert teilweise oder was wolltest du damit sagen? Ja, ich hatte eine alte Schulfreundin aus Bonn und sie hat mir auch so gut wie alle meine Piercings gestochen. Mhm. War natürlich alles nicht ganz studiogemäß und so weiter. Ja, jetzt ist es so, sie ist Tätowiererin, sie ist super, sie war schon immer kreativ. Ich bewundere ihre Arbeit unglaublich doll und ich habe ihr von Anfang an vertraut. Also ich habe zu ihr gesagt, mach, und alles, was ihr jetzt so nicht gefällt, hat sie dann im Prinzip auch überarbeitet. Also, als sie sich nichts, dann weiterentwickelt genau, hat, meinst du? Nichts Krasses, und ich bin stolz darauf, das zu haben, weil uns das auch verbindet. Mhm. Genauso wie auch ein Kumpel von mir, der tätowiert mich auch. Da haben wir ab und zu mal was auf dem Sofa gemacht und mittlerweile, klar, hat er auch seinen eigenen Laden, hat damals auch in anderen Laden gearbeitet. Mhm. Und dem bleibe ich bis heute eigentlich treu, weil ich dem vertraue. Ja. Ich muss auch dazu sagen, ich gönne denen die Kohle mehr als Leuten, die ich nicht kenne, weil bei mir auch einmal was schiefgegangen ist tatsächlich. Mhm. Und das prägt einen dann halt einfach schon ganz doll. Was heißt schiefgegangen? Ich frage da. Ja, klar, natürlich. ich war ein bisschen jung und habe gedacht, geil, wurde mir von irgendeiner damaligen Arbeitskollegin ein Tätowierer empfohlen, bin da hingegangen. Der hat meinen Arm im Prinzip versaut. Gut, ich hätte auch noch sagen können, stopp. Ne? Aber wenn du jung bist und eher schüchtern, hättest du halt leider die Klappe. War dann halt mein erster und einziger Fehler und danach bin ich dann auf jeden Fall ein bisschen strenger geworden, was das Ganze betrifft, weil es bleibt nun mal für die Ewigkeit. Ich will auch, dass es für die Ewigkeit bleibt. Ich will das in meinem ganzen Leben nicht weglasern oder so. Das ist nicht der Sinn dahinter. Ja, das wäre dann mein Oberarm. Der ist jetzt fast schwarz. Ein Glück, dass ich auf sowas stehe. Wäre jetzt schlimm, wenn ich auf filigrane Sachen stehen würde. Okay, also war es so, dass der das quasi in dem Sinne nicht so gut gemacht hat, dass er zu schwarz so viel Farbe reingehauen hat? Oder was meinst du? Oder hast du das im Nachhinein, ist das das einzige Tattoo, was du verändert hast, indem das schwarz gemacht wurde? Genau, nee, es war eher so, ja gut, er hat es ein bisschen zu tief gestochen, das das Schlimme dahinter war, es war halt einfach eher wie ein Puzzle. Es sieht total scheiße aus. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiß es selber nicht. Ich wollte damals ein Ornament haben, es ist halt sau schief gelaufen und es war halt mein kompletter äußerer Oberarm. Ja.
ist halt ziemlich kacke, weil es eine sehr schöne Stelle ist, auch zum Tätowieren vor allem. Mhm. Und, ja, sieht man halt auch viel. Nur genau, so hat mich anders. Halt leider auch geärgert, dass ich tatsächlich auch im Nachhinein einfach wusste, ohne dass mir das jemand gesagt hat, dass es einfach scheiße ist und dass es schlecht ist. Mhm. Ja, aber mir hat jemand geholfen und hat einfach alles geschwärzt. Das heißt also, du hast jetzt einen komplett schwarzen Oberarm? Ja, oder? So halb zumindest. Der ja. wird auch außen noch ein bisschen schwärzer. Da ist tatsächlich auch mein erstes Tattoo, also meine zwei ersten Rosen in meinem ganzen Leben. Ja. Genau, die bleiben auch, aber alles andere wird immer noch bearbeitet. Also der Arm wird wahrscheinlich dann komplett schwarz sein. Habe ich aber auch kein Problem mit, weil ja. ich Blackwork eigentlich schon ganz schön finde. Mhm. Damit jetzt vielleicht nicht so viel verbinde wie andere, aber für mich ist es eine Stilrichtung, wo ich sage, okay, ich verbinde damit auch so viel Schmerz und viel Tiefe. Mhm. Und insofern bedeutet mir das halt doch was und es ist völlig in Ordnung, dass ja. das dann halt nun mal so wird. Alles hat seinen Grund, deswegen, ich bin ja. da eigentlich sehr entspannt. Also bist du, eher ein negativer Mensch, das ist jetzt so böse. Aber nee, kommen mir auch nicht so vor, deswegen würde mich das wundern. Das wäre nämlich jetzt mhm. die Frage, so, weil du sagst, es ist so Schwärze und ja, traurige Aspekte. Aber ist das denn so, dass du vielleicht durch das Schwarze so ein bisschen mehr verarbeitest und dadurch positiv bleibst? Oder bist du eher so auch manchmal ein negativer Mensch, ein Pessimist oder wie auch immer? Pessimist nicht unbedingt, dann eher Realist. Aber klar, jeder hat, glaube ich, in seiner Vergangenheit so ein paar Sachen, die einen vielleicht verletzt haben oder irgendwelche Dinge, die vorgefallen sind, die man halt eben vielleicht auch durch Tattoos tatsächlich verarbeitet. Das ist ja das Schöne daran. Man hat meistens eine Bedeutung dahinter. Mhm. Ist mir auch sehr viel wert. Also etwas, was keine Bedeutung hat, gestochen zu bekommen, finde ich für mich nicht unbedingt angebracht. Also da muss ich ehrlich sagen, so Leute, die Sachen sich stechen lassen und sagen, ja, ich mache das, weil gerade cool ist und ne, weiß ich nicht, Maori, hast du nicht gesehen, keine Ahnung. Mhm. Ist alles schön, klar, aber wäre überhaupt nicht mein Fall einfach. Also ja. kein Modetrend oder so, sondern einfach tatsächlich auch eine psychische Sache, also ein psychischer Hintergrund und ja, die Freude danach einfach. Ja. Magst du denn bei ein, zwei Sachen mal so ein bisschen die Bedeutung erzählen? Das finde ich immer super interessant. Ja, gute Frage, wo fange ich an? Ja, tatsächlich. Gut, alles sieht man ja jetzt sowieso nicht. Nicht erschrecken, ich will nur dann immer die Tattoos, die du zeigst. Kein Problem. Ich habe hier auf der Stirn Control stehen. Ja. Im Prinzip ganz einfach, Control, also Kontrolle, einfach aus dem Grund, die Kontrolle über sich selbst zu haben. Deswegen auch tatsächlich auf der Stirn, weil es eine Kopfsache ist. Ah, okay. Ganz einfach. Also das war für mich im Prinzip der Hintergrund. Klar, könnte man da jetzt noch tiefgründiger reingehen, aber das mhm. ist auf jeden Fall so die Message im Prinzip dahinter. Mhm. Ansonsten, gut, mein neuestes Tattoo ist tatsächlich das, womit ich auch viele Probleme hatte jetzt ja, tatsächlich. Das steht Forgiveness, ne? Genau, richtig. Hat das, glaube ich, gerade erst zusammen. Richtig. Gut, Vergebung. Hast das auch für dich was miteinander zu tun? Also Kontrolle, aber wenn das nicht klappt, trotzdem Vergebung? Oder? Nee, so gar nicht. Also total abwegig voneinander tatsächlich. Okay. Ist wirklich so, das mit der Vergebung. Bei mir sind Sachen passiert in den letzten Jahren. Ich habe viele Leute verloren tatsächlich. Egal in welcher Hinsicht, ob tot oder halt tatsächlich einfach das typische, oh Gott, man lebt sich auseinander mhm. oder es passt einfach nicht mehr. Ja. Und ich bin eigentlich jemand, die sehr, sehr oft vergibt, obwohl ich tatsächlich vom Charakter her eher nachtragend bin. Also ich stecke schon vieles weg und daher dann das Tattoo einfach. Mhm. Ja, also eigentlich alles sehr, sag ich mal, sehr gezielt immer. Ja, und wann hat das angefangen, dass du dich auch im Gesicht und das ja auch hier unter dem Kinn richtig, warst, ne? Genau. Tatsächlich war mein drittes Tattoo ein weißes Tattoo im Gesicht. Ich habe hier noch ein Ornament. Ich weiß nicht, ich jetzt mal klar, natürlich. Achtung. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bestimmt, ja, ich seh, also ich mit dem eigenen Auge sehe es. Genau. Ich weiß nicht, ob die Kamera es sieht. Ja, ansonsten machen wir ein Foto davon. Schicken mal nach. Kein Problem. Ja, war mein drittes. Und da war das noch so, gut, das war jetzt eins von den 10%, wo ich gesagt habe, gut, ich finde das einfach schön. Ja, ja. Ja, weiß, weil ich gedacht habe, oh, ja, könnte ein bisschen krass sein. Das dritte Tattoo und dann im Gesicht, ne, ist so eine Sache. Ja, irgendwann
denkst du dir halt so, ja, siehst dich dann nackig nach dem Duschen im Spiegel und denkst du, ja, jetzt macht es halt auch nicht mehr so aus. Ja, dann ist es halt nun mal so geworden, dass ich halt auch schwarz und rot im Gesicht habe. Ja, also das Rote ist ja auch tätowiert, ne? Genau. Ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht auch ein Cutting hätte sein können, auf die Schnelle jetzt. Ich wollte erst, hab mir dann aber gedacht, kannst du auch rot machen. Bei mir hält die Farbe so enorm, das ist ja, echt krass. Das Weiße sieht also, man auch noch recht gut. Richtig, also. Und das ist echt 4,5 Jahre her oder so. Also dafür, trotz jedes Mal schminken und abschminken und keine Ahnung, jeden Tag Gesicht waschen, hält das ganz gut tatsächlich. Ach, also. Ich habe noch eine gute Frage, die ich immer schon mal jemandem eine Gesichtshaare so stellen wollte. Und zwar, man schminkt sich ja als Frau auch, klar. vor allem mit deinem Job. Ich würde mir so vorstellen, ich habe das manchmal, wenn ich, ich habe hier eigentlich kaum was, ja doch, hier habe ich das manchmal, aber bei mir, ich mache das dann immer, ich schminke mich und danach rubbe ich da ein bisschen drüber, damit man es wieder sieht, weil ja da auch so die Foundation drüber ist. Das ist tatsächlich voll die Macke und die hat jeder, also beziehungsweise jede Frau, die sich schminkt. Aber das sieht komisch aus, wenn du einmal geschminkt bist richtig, dann sehen die ja total gräulich oder halt richtig, so. Richtig, so einen bläulichen, grünlichen Schimmer, je nachdem, was du sowieso für eine Hautfarbe hast. Ja, ich mache das tatsächlich automatisch auch einmal, zack, übers Gesicht. Kannst du natürlich auch mit einem Q-Tip machen. Kannst du aber auch einfach auslassen. Also wo bist du danach die Tattoos frei oder was machst du? Oder lässt du die extra frei? Ich lasse die extra frei. Also okay. Ich schmink da gar nicht großartig drüber, weil ich mir denke, ganz ehrlich, man knallt ja seine Poren eh zu. Warum dann jetzt ein Tattoo auch noch? Muss ja nicht sein, soll ja eh sichtbar sein. Tatsächlich ist es so, dass ich zu gewissen Anlässen oder so meine Tattoos im Gesicht auch abdecken muss. Ah, also okay. Dann ist Camouflage auf jeden Fall an erster Stelle. Also so, dass man es halt gar nicht mehr sieht. Ja. Ah. Also das ist richtig schon maskenbildnermäßig, leider. Ja, nur so viele Schichten wahrscheinlich, ja. Ne? Wobei ich ehrlich gesagt eher ein Fan davon bin, dazu zu stehen und so. Aber es gibt halt manche Situationen, wo du es einfach nicht bringen kannst. Ja. Ne? Was wäre das, wenn ich fragen darf? Besuch bei Oma. Echt? Aber weiß sie das nicht oder möchte sie es nur nicht ständig sehen? Ich möchte es ihr in dem Alter einfach nicht mehr zumuten, okay. Sag ich mal. So, andererseits, klar, ärgert es mich schon. Sie kennt alle meine anderen Tattoos, aber man weiß ja nie, wie lange man was noch von den Menschen hat. Und, muss man den nicht noch ärgern auf den letzten? Ja, ich sag mal so, man weiß es auch nicht. Die Menschen verändern sich mit dem Alter leider. Es ist einfach so, egal ob die wollen oder nicht. Und sie kommt einfach aus einer anderen Generation. Das musst du einfach akzeptieren dann. Mhm. Ich bin schon froh, dass sie mich so nimmt, wie ich bin, dass sie da so offen ist. Ja, und eigentlich sehr tolerant. Da ist mein Vater zum Beispiel anders. Das ist halt einfach, das sind halt einfach so Sachen, die nehme ich dann einfach auch so hin. Das akzeptiere ich vollkommen. Also da ist sie mir dann doch echt wichtiger tatsächlich als meine Leidenschaft. Ja, dass du sie dann nicht überstrapazierst sozusagen. Ne? Auf jeden Fall. Aber ist ja gut, dass du da an der Quelle sitzt. Ich wüsste gar nicht, wie ich das hinbekommen sollte, wenn ich sowas hätte. Ja, ist auch extrem anstrengend und ich bin auch sehr froh, dass das nicht so häufig ist tatsächlich. Das nächste Mal wird Weihnachten sein, dann passt das. Also, aber sieht ihr nicht manchmal vielleicht auch Fotos von dir? Oder findet ihr das interessant oder zeigst du das gar nicht so unbedingt? Tatsächlich nicht, weil also sie ist schon wirklich was älter und die hat mit Social Media und hast du nicht gesehen, gar nichts zu tun. Meine Mutter zeigt dir auch keine Fotos, sie hat kein Handy oder beziehungsweise sie hat ein Handy und benutzt es nicht. Also gar keine Chance. Also da ist sie wirklich weg von. Okay. Ja, ja, hätte sein können, dass sie ab und zu mal fragt. Das stimmt natürlich, klar. Aber da ist sie gar nicht mehr so. Sie hat meine alten Fotos, wo ich noch was jünger war. Ja. Das reicht ihr vollkommen, deswegen passt das. Cool. Kam das bei dir mit den Shootings, dass das losgegangen ist? War eigentlich vor ein paar mehr Jahren, vor 3,5 Jahren oder so, hat mich meine Freundin fotografiert. Tatsächlich darunter auch eine sehr gute Freundin, die mittlerweile ein sehr bekanntes Tattoo-Model ist. Ja. So fing das eigentlich an, immer so hobbymäßig. Und irgendwann sprach mich mal ein Fotograf an und meinte so, ey, ich verstehe gar nicht, warum du nichts machst, ne? Bist ein hübsches Mädchen, dann hast du auch noch Tattoos. Das geht ganz schnell, ne? Gut, wir sind hier in Deutschland, in Amerika wäre das wohl einfacher. Und habe ich aber gesagt, so, ja, habe ich nie drüber nachgedacht. Weil ich eh immer so bin, ja, keine Ahnung, ne? Können wir machen. Schauen wir mal. Ja, tatsächlich hat mir das aber gefallen, vor der Kamera zu stehen. Und dann habe ich es auch irgendwann einfach gemacht. Und irgendwann wurde es regelmäßiger. Ich kann dir tatsächlich gar nicht mehr sagen, wer der erste Fotograf war. Ja. Und beziehungsweise auch der erste
wirklich niveauvolle Fotograf, der vielleicht was bekannter war oder so. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Das tut mir auch voll leid. ja. Kannst du ja melden, wenn das noch weiß. So. Nee, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fing das dann an. Und ich habe dann aber auch klar angefangen so mit, ja, mal ab und zu, wenn mir die Musik zugesagt hat, auch in Musikvideos mal hintenrum so ein bisschen mitzumischen. Cool. Nicht bewusst, also stehe jetzt nicht auf so Videos, wo ich sage, gut, ein bisschen mit dem Arsch wackeln und so, geht gar nicht. Oder auch, wo ein abwertendes Wort gegenüber Frauen stattfindet, bin ich auch raus. Ja, ja. Ja, war ich zuletzt, glaube ich, im Raf Camora-Video, so ein Deutschrapper. Deutschrap ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt höre. Aber er lässt sich in dem Video auch tätowieren und er hat halt einfach meine Tattoos gebraucht. So habe ich gesagt, finde ich cool, kann ich vertreten, ist klar. Okay für mich. Ja, jetzt habe ich auch zuletzt noch in einem Künstlerfilm mitgespielt, der jetzt, glaube ich, Anfang Dezember seine Premiere hat. Cool. Ist ganz geil, also macht alles Spaß. Man hat auch so ein paar andere Sachen noch, außer das Fotografieren und so. Ja. Ist ganz cool, was bei rumkommt auf jeden Fall. Cool. Wie kommst du da dran? Guckst du dann halt nach Ausschreibungen oder bist du auch bei Agenturen oder schreiben die Leute dich an? Ja, in einer richtigen Agentur bin ich eigentlich nicht. Ich habe irgendwo einen Steckbrief, glaube ich, im Internet. Aber ja, wie gesagt, ich bin da halt wirklich so nicht so hinterher, weil das für mich eher so, ich will nicht, dass es gezwungen ist. Ich will nur das machen, was mir Bock macht, worauf ich wirklich Lust habe, wo ich auch sage, gut, wenn ich jetzt frei habe, ich habe da wirklich Lust drauf und ich habe kein Problem, mich jetzt in den Zug zu setzen für keine Ahnung wohin, anstatt zu sagen, ja, ich habe jetzt einen Auftrag und ich muss das jetzt machen und ich muss unbedingt Kohle dafür nehmen. Ja. Ich mache auch viel Sachen, so TFP und so, wo das einfach total entspannt ist, aber ich habe da halt einfach Lust drauf. Ja. Die Leute finden mich. Ich schreibe da niemanden an. Also sowohl Künstler als auch Musikvideos über Connections, keine Ahnung. Und ich schaue mir das an und sage dann, ob ich das will oder nicht. Aber selber gezwungen danach suchen oder wegen des Geldes, wegen sowieso nicht. Also da bin ich komplett raus. Klar mache ich auch Pay, aber wie gesagt, also alles richtig quasi, entspannt. Genau. Ja, ich habe einen Hauptjob, der macht mir Spaß. Ich bin glücklich. Mir könnte es gerade eigentlich nicht besser gehen. Und deswegen... Super. Passt das vollkommen. Schminkst du dich dann selber meistens oder nicht immer? Und wenn nein, ist das dann heikel oder interessant, weil du denkst, oh, das würde ich aber anders machen, zum Beispiel? Boah, ich hatte einmal, ein einziges Mal ein Shooting, wo eine Fotografin mit einer Visagistin zusammengearbeitet hatte. Die waren wohl Freundinnen. Sah sau scheiße aus, weil ich es selber gelernt habe. Ich habe mich leider selber nicht auf den Fotos wiedererkannt und ich habe die Fotos nie hochgeladen. Ja. Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe die Fotos auch nie wirklich bearbeitet bekommen von ihr. Mhm. Okay, also insgesamt einfach nicht gut gelaufen. Total beschissen, obwohl sie eigentlich eine super Fotografin ist und ich fand sie früher auch als Kind und als Teenie schon klasse, war ich sehr enttäuscht. Danach war ich natürlich auch ein bisschen traumatisiert, wie das halt so ist. Habe es ja eh selber gelernt. Ich schmink mich überwiegend selber. Ich habe eine Freundin, die mich ab und zu jetzt mal geschminkt hat. Der vertraue ich auch, aber ich mache trotzdem ein paar Sachen halt einfach selber, weil es halt einfach, keine Ahnung, vielleicht ein Markenzeichen ist, wie auch immer. Also sprich Augenbrauen, Lippen und so. Augen-Make-up gar kein Problem oder alles drumherum auch nicht schlimm, aber sonst ja überwiegend selber, weil warum noch eine Visagistin mit ins Boot holen, wenn du selber eine bist? Eben. Ne? Also dadurch bist du ja sowieso so ein Komplettpaket. Wäre ja dumm, dann noch eine Visagistin dazu richtig. Zu holen oder dazu zu buchen. Hätte sich nicht gelohnt. Zeitmäßig genau dasselbe. Ich bin jetzt auch niemand. Klar, ich genieße das auch ab und zu, aber meistens dann sitze ich da und denke mir so, okay. Ich würde es anders machen. Ja, und auch einfach, keine Ahnung, das Ganze so, ich will einfach schon ready sein und einfach mein Ding machen dann. Und ja, nicht dass noch du da nicht dann noch rumsitzt, sondern kommst direkt zu voll in der Maske sitzen und dann der Fotograf wartet ja auch im Endeffekt dann vor Ort. Manche sind da halt auch entspannt. Es gibt aber auch wieder Fotografen, die halt sagen, ey, ganz ehrlich, wäre halt geiler, wenn das halt schneller von der Bühne geht. Ne? So einfach, wenn man direkt starten könnte. Jeder halt das Seine, aber ja. Ich mache es gerne auf jeden Fall selber so, das ist vollkommen in Ordnung. Macht ja auch eigentlich Sinn. Ja. Was war der abgefahrenste Look, den du hier geschult hast? Fällt dir da was ein? Irgendwie so ganz verrückt geschminkt oder ganz verrückte Haare? Oder?
Boah, gute Frage. Ich bin ja Perückenträgerin. Ich trage eigentlich zu, ich glaube, zu 80-70% einfach nur Perücken. Ich habe über 20 Stück, über 25 Stück zu Hause. Was hast du im Normalfall für Haare? Schwarze, glatte, also schwarz gefärbt. Ich bin eigentlich dunkelblond. Zu langweilig leider. Bis hierhin glatt, schwarz gefärbt auf jeden Fall. Trage ich relativ selten tatsächlich. Einfach, weil ich aber momentan auch gesagt habe, gut, weg von diesem Kleopatra-Schnitt. Ich hatte auch einen Pony. Einfach wieder lang wachsen lassen und dann gucken, was man machen kann. Weil als Stylistin ist es halt auch super schwer. Du bist an der Quelle, am liebsten würdest du immer die Haare anders machen. Ja. Aber ich habe gesagt, komm, Haare schonen, Perücken ist cool. Die Message dahinter ist auch eigentlich ziemlich nice. So. Frauen brauchen sich eigentlich für nichts schämen, auch nicht für Maskerade. Der Meinung bin ich. Mhm. Und kaum einem fällt es auf. Also klar, wenn man es weiß, logisch. Ja. Aber sonst kommt man natürlich auch immer auf die Haare an. Ja, die Perücken sind schon so ein Fable, wo ich sage, okay, klar, kann auch ausgeflippt sein. Ich habe auch krassere Farben. Mhm. Ansonsten von den Looks, ja, ich hatte mal was 20er-Jahre-mäßiges. Ah. Fand ich ganz geil tatsächlich. Also wirklich mit Lockenwickler und so weiter. Wollte ich jetzt auch in Zukunft mir irgendwann mal einen Fotografen suchen und so ein Remake davon machen. Also ja, nochmal. Cool aus mit diesem krasseren Tattoo, sag ich mal. Richtig, ne? Das ist es so halt. So ein Pin-Up, ne? Kennt man das vielleicht schon so ein bisschen in genau, die Richtung. Genau, richtig. Aber ich finde auch so 20er Jahre ist nochmal so eine andere Schiene einfach mit vielleicht auch Dessous, die für viele heutzutage einfach nicht mehr so sexy wären, ja. Sind, ja. Einfach was draus zu machen. So, ja, ne? Sieht bestimmt auch cool aus mit den schwarzen, weißen Tattoos. Ich wollte erstmal den Satz zu Ende reden. So, jetzt kein aber. Problem. Nächste Frage. hast du auch hauptsächlich schwarz, weiß und rot, sehe ich jetzt? Oder hast du auch was ganz Buntes irgendwo? Rot ist das Einzige. Ich habe hier hinten, hinterm Ohr, habe ich einen faulen Zahn. Der ist gelb. Aber hoffentlich aber nur tätowiert. Nur tätowiert. Ich habe genau. So eine komische Mistbildung. Ich habe hinterm Ohr einen faulen Zahn. Der kommt da hinten so raus. Der kommt da so raus. Nee, tatsächlich nicht. Das ist das Einzige, was bunt ist, ne? Also es ist echt so. Darf ich mal sehen? Ja, kann klar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, faulen Zahn. Und, okay. Ja, der sieht auf jeden Fall nicht so schlimm faul aus, wie ich dachte. Nein, also so krass, cool. So krass ist es nicht. Ja, ich dachte, das ist so Horror. Da war das nämlich erstmal das Ding, machen wir den halt schwarz-weiß und ein bisschen rot, wie immer. habe ich dann gedacht, hey, komm. Kommt die einmal kann Fäule. Ich ja nicht so raus irgendwie. Richtig, so ist es. So, und bleibt aber auch das Einzige. Ich stehe persönlich bei mir selber nicht auf bunte Sachen. Bin ich einfach nicht der Typ für. Gefällt mir bei mir selber nicht. Bei anderen super, keine Frage. Aber vom Typ her einfach, ich weiß nicht, manchmal hat man das halt einfach so. Ne? Ja, also ich kann auch, glaube ich, sagen, dass ich weiß, was schön aussieht und was nicht. Nur für einen selber halt, wie gesagt. Also da bin ich doch eher schlicht dann einfach. Mhm. Das passt mir mehr. Oder vielleicht ein bisschen mehr schattieren als andere. Das ist auch okay. Also eher dunkler gehalten. Ja. Aber bunt ist bei mir eigentlich raus, ja. Auch, auch bei Outfits ist es jetzt Zufall? Das ist jetzt auch wegen der Arbeit tatsächlich. Okay. Weil wir da überwiegend halt schwarz und weiß tragen, wenn überhaupt. Manchmal habe ich schon Eyecatcher. Aber ja, tatsächlich eher seltener. Das ist schon echt krass, ja. Also es ist echt dann eher immer wieder die Schminke. Also andere Lidschatten, Lippenstifte. Früher habe ich eine Zeit lang ganz, ganz viel pinken Lippenstift getragen, da wo ich mir gedacht habe, okay, heute, wenn ich das mache, denke ich mir so, boah, okay, ein bisschen billig aus. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Habe ich früher halt auch immer so gemacht und mit den Lidschatten, da variiere ich dann eher, also wirklich nur Make-up und ansonsten schlicht. Also irgendwie, dass dann doch der Fokus dann aufs Gesicht gelenkt wird. Ja. Würdest du oder hast du auch mal mit den Augenfarben experimentiert irgendwie, dass du Kontaktlinsen oder tatsächlich so? Tatsächlich nie. Ich habe nur gedacht, jetzt gerade wegen Perücke und Lidschatten, ob du auch mal die Augen vielleicht. Ja, ich glaube, das würde mir dann ein bisschen zu sehr in Cosplay, in die Cosplay-Schiene fallen. Ja, beides zusammen vielleicht, naja. Tatsächlich nicht. Also da habe ich nie so den Faible für gehabt. Das war immer so. Okay. Könntest du dir denn vorstellen, die Augen tätowieren zu lassen? Dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Wenn du gar nicht über Augenfarben so machst. Also die Iris auf gar keinen Fall. Weil es ja auch echt nur eine geringe Anzahl an Tätowierern gibt, die das auch wirklich können, sage ich mal, in dem Sinne, dass auch nichts passiert. Und das Augenweiß? Schön, dass ich noch extra drauf zeige. Weil man nicht weiß, wo es ist, das Augenweiß.
Alles gut. Das kriegen wir hin. Nee, tatsächlich nicht, überhaupt nicht. Also das höchste der Gefühle wären dann Augenlider so, aber im Auge auf gar keinen Fall. Also Augenlider auf jeden Fall. Ich hatte auch tatsächlich mal überlegt, mir irgendwas hier unten drunter noch quer machen zu lassen, was halt wirklich vom Auge unten ab anfängt. Ja, so nach unten. Genau. So Scrabble-mäßig oder du das vergiftet. Nicht unbedingt, genau. Ja, schon, aber halt einfach quer durch. Oder beziehungsweise links. Senkrecht. Naja, senkrecht. Senkrecht, genau. Ja, jetzt haben wir's. Man weiß auf jeden Fall, was gemeint. Jetzt hatte ich wieder einen hellen Moment. Hat sich ausgeglichen. Ja, das hatte ich überlegt, aber das wäre dann auch das Einzige. Aber im Augeninneren überhaupt nicht. Also das ist nicht mein Ding einfach. Mhm. Ich glaube, es wäre, ich weiß nicht, wie gesagt, Typsache so. Ich bin auch nicht in dieser Body Modification drin, dass ich sage, okay, ich will mich jetzt aufhängen lassen oder ich will mir Implantate reinmachen lassen irgendwo. Ich finde das Hammer. Ich finde das klasse. Ich finde das sehr interessant. Ich finde solche Menschen interessant. Ich sehe bei sowas auch gerne zu tatsächlich. Mhm. Aber bei mir selber, ich habe kein Interesse daran einfach. Ja. Also da bin ich zu sehr in diesem Beauty-Film, glaube ich, drin. Ja. Keine Ahnung. Sind die beiden hier, sind die geklebt oder sind die auch? Die sind geklebt. Okay, ich dachte, es wären vielleicht genau. Enkas oder so. Ich war damals tatsächlich überzeugt davon. Ich mache das auf jeden Fall. Aber ich habe mit Piercings an anderen Körperstellen als an meinem Gesicht immer Probleme gehabt. Mhm. Und ich finde die Narben, die einfach später entstehen, nicht so geil. Deswegen habe ich gedacht, komm, ganz ehrlich, Glitzersteine reichen völlig aus. Ja. Und den gleichen Look. Ja. Von daher. Ja. Ne, da habe ich mir gedacht, so komm. Klebst halt auf, ist nicht so tragisch. Ist abends wieder abfällig. Ja. Achso, was wäre denn deine nächste Tattoo-Idee oder dein nächstes Projekt? Möchtest du das mal erzählen oder weißt du es noch nicht? Oder? Ich weiß das eigentlich ganz genau. Ich habe tatsächlich ein Tattoo-Buch, das führe ich schon seit meinem 15. Lebensjahr, cool. Wo ich echt gekritzelt habe auch selber und keine Ahnung, auch natürlich viel durchgestrichen. Manchmal. Ja. Sternchen? Nein, doch. Genau. Klar, gut. Meine beiden Arme sind noch Baustellen. Also gerade der Arm, wo halt der Oberarm schwarz ist. Da haben wir tatsächlich ein paar Planungen. Ich möchte noch einen Schrumpfkopf haben. Mhm. Und aber nur tätowiert. Richtig. Sorry, jetzt werde ich wieder albern. und dann sollte eigentlich noch im Arminneren eine Medusa kommen. Mhm. Eventuell. Aber ein bisschen abgekupfert, also vielleicht sogar gar keine weibliche Medusa. Hm. Mal schauen, cool. Was der Grund dahinter ist. Verrate ich lieber nicht. Okay, alles gut. Weil ich bin halt eigentlich so, normalerweise rede ich nicht darüber, was ich mir stechen lasse, weil ich auch keinen Bock auf Meinungen von anderen habe, keine Lust auf Kommentare, überhaupt nichts. Ich mache das für mich selber und ich ziehe das durch, wenn ich da Bock drauf habe. Da hat sich keiner einzumischen. Nee, deswegen stelle ich die Frage auch immer sofort. Genau. Es gibt ja auch Leute, die möchten darüber gar nicht so gerne reden, weil genau. Sie jemand anders dann inspiriert werden könnte oder so. Gibt's ja auch, ne? Genau, das gibt's. Da bin ich jetzt nicht so streng. Bei mir ist es einfach so, ich habe das schon immer so gemacht. Ja. Genau, und der Arm muss halt einfach nochmal schwarz gemacht werden. Ja. Also der hat auf jeden Fall nachgelassen so. Genau. Nachgelassen. Das ist ein Fotoprojekt, auf das du dich freust. Gibt's da schon was? Ja, ich hatte ja jetzt eigentlich für morgen tatsächlich was mit einer Freundin geplant. Ah. Beziehungsweise eine alte Bekannte von damals, auch aus meiner Jugendzeit so. Wir wollten was mit Rauchbomben machen. Cool. Einfach so als Projekt. Darauf habe ich mich eigentlich gefreut. Da mein Umzug aber ansteht, muss ich das ein bisschen verlegen. Aber ich denke, wir werden das vielleicht schon nächste Woche tatsächlich dann starten. Von daher... Das ist so ziemlich das Einzige, was ich tatsächlich auch diesen Monat noch... Nee, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch einen schönen... Immer lügst du mich an. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, ich habe tatsächlich noch ein krasses Shooting so. Ja. Das habe ich voll vergessen. Aber klar, darauf freue ich mich natürlich auch. Klar, meine Freundin hat natürlich irgendwo schon Vorgang. Also ich habe mich schon darauf gefreut, einfach sie zu sehen so. Ich habe diesen Monat tatsächlich noch ein Shooting. Wird dann aber Akt sein, also Akt, ja, was soll ich dazu sagen? Genau, darauf freue ich mich natürlich auch, aber ansonsten habe ich jetzt erstmal auch echt nichts geplant, weil jetzt die nächste Zeit wirklich nur Umzug ansteht und gucken, dass das alles über die Bühne läuft und danach werde ich mich dann wieder allem widmen, aber sonst bin ich da erstmal
gedrückt. Also es sind tatsächlich die letzten beiden Shootings so, die bewusst geplant sind. Ja. Ja. Cool, dann wünsche ich dir all diesen Sachen viel Erfolg. Vielen Dank. Ich würde dich noch gerne fragen, ob ich noch was vergessen habe, beziehungsweise ob du noch was Bestimmtes erzählen möchtest. Und wenn nicht, dann habe ich alles richtig gemacht. Und du auch. Boah, gute Frage. Nee, ich glaube, ich habe eigentlich nichts. Also, ich kann nur sagen, wenn man gerade so voll tätowiert ist, es gibt ja auch viele, die nur so 2-3 haben oder so. Du kennst das ja auch, du bist ja auch ein bisschen voller, ne? Ja, ich bin auch nur 2-3, so nur groß. Mein Gott. Genau. Ich muss dazu sagen, also ich hatte immer schwierige Zeiten tatsächlich deswegen, auch bezüglich Familie, also bezüglich meinem Vater auch gerade. Und ich weiß auch, dass viele in meinem Bekanntenkreis, dass gerade sich Familie und Freunde von einem abwenden, nur wegen Tattoos. Ja. Als würde das den Charakter ausmachen, als würden wir uns einer Sekte anschließen oder was auch immer. Also ich kann nur sagen, so, man sollte sich eigentlich nie davon abbringen lassen, etwas zu machen, was einem sehr wichtig ist oder, sage ich mal, einem vielleicht doch mehr hilft als diese Menschen in der Zeit. Ich habe das leider jetzt auch wieder spüren müssen. Aber wie gesagt, manchmal ist die Leidenschaft dann doch echt größer als alles andere und ist vielleicht ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe, gerade auch mit Oma etc., aber... Ja, das sind ja dann die Menschen, die einen auch so nehmen, wie man ist. Richtig. Ich meine, bis zu einem bestimmten Punkt hat sie das ja auch getan oder macht sie das ja auch. Richtig. Und das kann man den Leuten dann auch nur hoch anrechnen. Man muss eine gewisse Akzeptanz haben, aber ich kann nur sagen, man sollte sich nicht von seinen Wünschen abbringen lassen, von keinem Menschen auf der Welt, egal ob es jetzt der Vater sei oder ne, Oma, Freunde, wie auch immer. Also ich bin stolz darauf, die Tattoos zu haben, die ich habe. Auch auf jedes einzelne meiner 6 Gesichtstattoos, auch wenn das nicht mehr zum Alternativbereich gehört. Ich krieg nicht weniger Jobs deswegen. Ich bin trotzdem erfolgreich und ich bereue einfach nichts. Also deswegen, da kann ich nur sagen, da sollte keiner an sich zweifeln, wenn sowas aufkommt. Mhm. Und ich weiß, dass es halt einfach viele gibt, die damit zu kämpfen haben. Ist halt leider einfach bis heute ein Thema und wird auch immer ein Thema sein. Deswegen, das ist auch eigentlich das Einzige, was ich sagen will. Sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Interview. Alles klar, Dankeschön. Das ist ja cool. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht runter.